Als ich angefangen habe, in den 80er Jahren Buddhismus zu praktizieren, war das gar nicht so leicht, eine Buddha-Figur zu kriegen. Also ich hatte lange Zeit nur eine Postkarte auf meinem Schrein und keine Buddha-Figur, weil es damals kriegte man die irgendwie nur in so besonderen Geschäften, die waren auch ziemlich teuer. Wenn man heute eine Buddha-Figur sucht, dann kann man eigentlich in fast jedes beliebige Geschäft, vielleicht außer Schuhgeschäften gehen, oder beim Bäcker vielleicht auch nicht, und man kriegt Buddha-Figuren nachgeschmissen. Man kann Buddha-Figuren kaufen auf dem Weihnachtsmarkt, man kann sie kaufen im Deko- oder Geschenkartikelladen, man kann sie kaufen im Baumarkt, im Möbelladen. Eigentlich alles, was irgendwie Dekoartikel hat, hat auch Buddhas. Und man, ja, fast jedem Haushalt findet man irgendwo einen Buddha sitzen. Und das ist ganz interessant, dass dieses Symbol so unheimlich boomt, auch schon seit, weiß ich nicht, einem Jahrzehnt oder so, wirklich immer mehr so populär wird. Es ist ja nicht, dass Leute wirklich Interesse am Buddhismus haben, wenn die sich einen Buddha auf den Kaminsims stellen oder in den Garten. Es ist ja nicht wirklich ein Interesse an Spiritualität. Aber offensichtlich fällt dieses Objekt, was ja dann für solche Leute, die das sich nur so ins Wohnzimmer stellen, mehr so ein Deko-Objekt ist, hat das so eine Art Symbolcharakter. Ja, die stellen sich ja keine Mickey-Mäuse hinten, sondern Buddhas. Mickey-Mäuse, bum, bum, weniger. Und ich denke, was auch für jemanden, der gar kein Interesse an Buddhismus hat, was dieses Bild vermittelt, ist eine Art von Ruhe, Stille, Gelassenheit. Ja, man könnte sagen, so ein bisschen so eine Form von Chillen. Ja, so ein Buddha ist so ein Inbild für Entspannung und Chillen, für Leute, die nicht Buddhisten sind. Also deswegen findet man auch gerne Buddha-Figuren, abgesehen von den buddhistischen Zentren, findet man die gerne in so Orten, die der Entspannung dienen, wie Saunen. Keine Sauna ohne Buddha-Figur, vermute ich mal. Und das sehen natürlich Buddhisten mit ein bisschen gemischten Gefühlen, dass dieses Symbol, was für Buddhisten für uns sehr kostbar und sehr wichtig ist, eigentlich ein Bild für unser höchstes Ideal, für natürlich eine Erinnerung an unseren Lehrer, unser Vorbild, den Buddha, der vor 2.500 Jahren gelebt hat, aber auch ein Bild für einen Zustand, den wir als Buddhisten versuchen zu erreichen, den wir für erreichbar halten, für jeden Menschen einen Zustand von wirklich verstehen, wie die Dinge sind, wirklich begreifen, die Wirklichkeit durchdringend begreifen, dass dieses Symbol so einfach so als so eine Art Entspannungsikone verwendet wird. Das sieht man natürlich mit gemischten Gefühlen. Das ist ein bisschen eine gemischte Sache. Ja, für Buddhisten ist dieses Symbol auch in gewisser Weise ein Symbol für eine Art von Entspannung, aber eine andere Art von Entspannung als die, die man in der Sauna kriegt, sondern mehr diese Art von Entspannung, von absolut existenzieller Entspannung, die sich einstellt, wenn man versteht, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und deswegen auch lernt, im Einklang mit der Wirklichkeit zu leben. Man könnte sozusagen sagen, als unerleuchteter Mensch aus buddhistischer Sicht ist man immerzu in einer Art Kampf, in einer Art Reibung mit der Wirklichkeit, weil man sie anders haben will und anders glaubt, dass ja, sie für was anderes hält, als was sie ist. Und in dem Moment, wie diese Erfahrung von Erwachen oder Erleuchtung, wo man tatsächlich begreift, wie die Dinge sind, wie der eigene Geist ist, wie die Welt da draußen ist, tatsächlich lernt, in den totalen Entspannungszustand zu gehen, in dem Sinne, dass man nicht mehr diese Spannung hat zwischen ich und anderem und ich und dem vermeintlichen Objekt. Also es hat auch mit Entspannung zu tun, aber eine sehr andere Art von Entspannung, als einfach abzuhängen. Aber egal, was Buddhisten jetzt vom Buddha, mit dem Buddha-Bild verbinden, selbst für populäre, sagen wir für die Assoziationen, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, ist der Buddha ein Bild für irgendwie Stille und ist in gewisser Weise ein Gegenbild zur Geschäftigkeit und Hektik und Eile und Stress, den so viele Menschen im Leben erleben. Also man könnte sagen, dieses Bild ist so eine Art Bild, Gegenentwurf für diese Erfahrung, die viele Menschen haben von Stress und von Eile. Und dass die Buddha-Figur als Symbol so beliebt ist, ist für mich auch ein Hinweis darauf, wie viele Menschen sich nach mehr Stille sehnen, wie viele Menschen tatsächlich eine Sehnsucht haben nach mehr Stille und Ruhe in ihrem Leben. Und wenn man sich die Biografie des historischen Buddha anguckt, ist das auch ein Gegenentwurf. Ja? Also der Buddha hat sich auch ganz entschieden aus der geschäftigen Welt seiner Zeit, die noch viel ruhiger war als unsere, zurückgezogen. Der Buddha hat seine Familie verlassen, hat seine Heimat verlassen, seine Heimat
öffentlichen Palast, seine Karriere, die für ihn vorbereitet war, die Welt der Politik, für die er vorbereitet worden war, hat also all diese Dinge hinter sich gelassen, hat die Städte hinter sich gelassen und ist aufgebrochen in die Heimatlosigkeit oder in die Hauslosigkeit, wie es so oft heißt in buddhistischen Schriften. Hat sich also wirklich abgewandt von den Menschenansammlungen und hat die Wildnis aufgesucht, die Einsamkeit, hat abgelegene Orte aufgesucht, um sich seiner Praxis zu widmen und um sich auf die Suche zu machen nach Antworten auf die Fragen, die ihn beschäftigt haben. Ich vermute, dass die meisten ein bisschen was von der Geschichte des Buddha wissen, deswegen werde ich da jetzt nichts Näheres drüber erzählen. Aber auch nach seiner Erleuchtung, man könnte ja sagen, ja logisch, dass er sozusagen die Einsamkeit gesucht hat, als er sich auf die Suche begeben hat, ja, als er sozusagen am Ringen war um Wahrheit, aber auch nach seiner Erleuchtung, nach seinem Erwachen, hat er weiterhin eigentlich sich auch in einer gewissen Distanz gehalten von Städten und von Menschenansammlungen. Wobei ich denke, dass die Städte seiner Zeit im Vergleich zu unseren noch sehr viel ruhigere Orte waren. Also er kehrte nicht in seinen heimatlichen Palast zurück. Er wanderte, er lagerte gerne in der Natur, außerhalb der Dörfer, außerhalb der Städte. Es ist nicht, dass er die Menschen gescheut hat. Er hatte sehr viel Kontakt mit Menschen, aber die Menschen kamen zu ihm oder er ging vielleicht auch mal zu Besuch zu jemandem, der ihn eingeladen hatte für eine Mahlzeit in die Stadt. Aber dann zog er sich immer wieder zurück an den Rand der Stadt, wo sehr oft für die Mönche und Nonnen Haine oder Parks zur Verfügung gestellt wurden, wo die einfach praktisch etwas außerhalb der Städte lagern konnten und sich aufhalten konnten. Das heißt, da ist ein Motiv von ganz klar Rückzug von der Welt im Leben des historischen Buddha. Und viele der Schülerinnen und Schüler des Buddha haben genau das Gleiche getan, zur Zeit des Buddha und danach, bis zur heutigen Zeit, haben Menschen, die sich auf den buddhistischen Weg eingelassen haben, viele Menschen sich entschlossen, ihr normales Leben zurückzulassen, damit zu brechen und sich wirklich ganz auf ihre spirituelle Praxis zu konzentrieren, ganz auf Meditation und Dharma-Übungen zu konzentrieren. Und man muss sagen, dass das eine ganz klare Empfehlung auch war des Buddha. Das ist eine Empfehlung gewesen, dass wer wirklich intensiv praktizieren will, gut daran tut, sich aus diesem geschäftigen Leben zurückzuziehen. Deswegen war auch der Buddhismus die erste spirituelle Tradition, die Klöster gegründet hat und klösterliche Ordensgemeinschaften hervorgebracht hat. Die christlichen Ordensgemeinschaften kamen später. Und Klöster oder solche Ordensgemeinschaften, die ein klösterliches Leben führten, führten auch ein Leben im Rückzug von der Welt. Es waren Orte von intensiver Praxis, Klöster, und sind es auch heute noch. Die optimale Bedingungen bieten für Meditation, für Dharma-Praxis, die sehr viel tiefer gehen kann. Über 2 Jahrtausende hat sich diese Tradition gehalten bis heute, wo Klöster tatsächlich Orte sind, an denen der Dharma erblühte und heute noch erblüht. Weil Klöster bieten zum einen ein sehr einfaches Leben, ablenkungsarm, nicht völlig ablenkungsfrei. Wo der Geist Ablenkung finden will, da findet er sie auch. Aber auf jeden Fall deutlich ablenkungsarmer als unser aller Leben. Es ist eine Situation, in der man Intensität vorfindet, eine Disziplin, eine Routine, die Praxis unterstützt und vertieft. Und es ist eine Gemeinschaft. Das heißt, man lebt in der Gemeinschaft von anderen, die die gleiche Intensität suchen. Das heißt, wirklich optimale Bedingungen für den, der so weit ist, sich darauf einzulassen. Und das ist eine wichtige Hinzufügung. Nicht jeder ist dafür so weit. Also man könnte sagen, Klöster sind so eine Art Erfolgsmodell des Buddhismus über 2000 Jahre gewesen. Und auch heute gibt es sie noch. Aber ich weiß nicht, ob sie heute noch ein Erfolgsmodell sind. In dem Sinne, dass viele Menschen, die heute Interesse haben an Dharma und an Meditation, nicht wirklich bereit sind oder Interesse haben, Mönch oder Nonne zu werden oder in ein Kloster zu ziehen. Wir haben in unserer Tradition auch ein paar Ansätze von diesem klösterlichen Leben, ein paar Viharas. Das sind aber kleine Gemeinschaften von jeweils immer nur einer Handvoll Menschen in Spanien, Australien, Neuseeland, ich weiß nicht, vielleicht auch noch andernorts. Aber das zeigt schon, das sind nicht sehr viele, die sich für so eine Art von entschiedenem Bruch mit der normalen Welt dafür entscheiden. Und Fakt ist einfach, dass heute nur noch sehr wenige Menschen sich entscheiden, so zu leben. Aber es gibt ganz viele Menschen, die wirklich Interesse am Dharma haben, die wirklich Interesse haben zu praktizieren, an spiritueller Entwicklung, an spirituellem Training, an Wachstum, an persönlicher Entwicklung. Aber es heißt nicht automatisch auch, dass sie so radikal mit dem normalen Leben brechen möchten. Ja, viele von euch, auch ich,
haben wahrscheinlich Familie, haben Berufe. Und das ist die Sorte Menschen, die in so ein Zentrum wie unseres in der Regel kommen, ja, die zu uns kommen. Das sind Menschen, vielleicht kennt ihr euch da drin auch, die klar eine Sehnsucht nach irgendetwas anderem haben, eine Sehnsucht nach irgendeiner anderen Dimension in sich selbst, nach Sinn, nach Werten, vielleicht nach mehr Stille, die sich wirklich verändern wollen. Manche vielleicht nur ein bisschen, aber manche sind hier und man merkt, dass die wollen wirklich was auch Tiefgreifendes verändern. Das merkt man so in Anfänger, in Einführungskursen. Da brennt was, da ist wirklich eine Sehnsucht, was Tiefgreifend zu verändern. Aber es heißt nicht, dass sie deswegen ins Kloster gehen werden. Das heißt, die meisten fangen dann damit an, dass sie Meditation lernen. Und manche sind dann ein bisschen naiv und versprechen sich so eine Art schnelle Lösung. Das erzählen unsere Meditationslehrer, die die Meditationskurse machen, immer wieder mal, dass manche Menschen denken, okay, man lernt eine Technik, man übt ein bisschen, wenn man die kann, dann kann man die anwenden, dann geht es einem besser. Ja, man kommt gestresst an und irgendwie das Leben ist anstrengend und Druck und man ist unglücklich und dann lernt man meditieren und zack, hat man sozusagen ein schnelles Mittel gefunden, um den Geist zu entspannen. Und wer von euch schon mal meditiert hat, vielleicht mehr als 2-3 Mal meditiert hat, wisst ihr, dass das nicht so funktioniert. Meditation ist nicht so ein Quick Fix. Das ist nicht so eine Tablette, die man einschmeißt und hoppla die hopp, jetzt geht's mir irgendwie gut. Wäre irgendwie ganz schön, wenn es so funktionieren würde, aber funktioniert nicht so. Meditation ist ein Spiegelbild unseres Lebens. Das heißt, das, was wir in unserem Leben an Gewohnheiten aufgebaut haben, das werden wir unweigerlich in unserer Meditation wiederfinden. Und all die Schwierigkeiten, die wir in der Meditation erleben, haben ihre Ursachen in unserem alltäglichen Leben. Ja, die beiden hängen total eng miteinander zusammen. Das heißt, die schlechten Gewohnheiten, die ich im Leben habe, die finde ich in der Meditation wieder. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Leben sprunghaft bin, ein bisschen oberflächlich von einer Sache zur anderen hüpfe, dann werde ich das in meiner Meditation genauso vorfinden. Wenn ich in meinem Leben gewohnt bin, Sachen ein bisschen im Hauruck-Verfahren zu machen, mit ein bisschen Druck und Ungeduld und zack, zack, das muss jetzt mit ein bisschen Druck gehen, dann werde ich auch so mit meinem eigenen Geist versuchen zu arbeiten in Meditation. Und der Geist wird sich wehren, das wird nicht funktionieren. Wenn ich in meinem Alltag ein bisschen schlapp bin, ein bisschen mangelnde Energie habe, ein bisschen fehlender Drive, dann wird sich das auch in meiner Meditation genauso wiederfinden. Das heißt, die Meditation gibt uns ein ganz klares Feedback dessen, was in unserem Leben passiert, wie wir als ganzer Mensch sind, wie wir mit uns und anderen umgehen, lernen wir daraus, aus dem, was passiert, wenn wir meditieren. Das heißt, jeder, der anfängt, regelmäßig zu meditieren, merkt schnell, naja, es braucht ein bisschen mehr als nur eine Viertelstunde am Tag, wo ich mich mit gekreuzten Beinen hinsetze. Das ist schon mal ein guter Anfang und viele wären froh, wenn sie das schon mal hinkriegen würden. Wahrscheinlich auch viele in diesem Raum wären froh, wenn sie das schon mal hinkriegen würden. Aber wenn man es macht, merkt man, ja, braucht ein bisschen mehr. Wenn man das ernst nimmt mit Meditation, braucht es ein bisschen mehr als nur diese Viertelstunde am Tag. Ja, man braucht vielleicht mal eine Zeit, wo man länger meditieren geht. Man braucht ein Retreat, wo man mal vielleicht für eine Woche weggeht, um tiefer in die Meditation zu gehen. Und dann merkt man gleich, da passieren ganz andere Sachen als in der Viertelstunde morgens vor der Arbeit. Und vielleicht merkt man auch, naja, Meditation passiert ja in einem Kontext irgendwie. Es gibt ja einen Kontext für Meditation. Es ist ja keine losgelöste Technik, sondern es sind ja auch Ideen und Gedanken dahinter. Das heißt, viele Leute, die anfangen zu meditieren, kriegen auch wirklich Interesse, mehr über den Dharma zu hören und fangen an, ja, vielleicht wirklich tiefer auch den Dharma verstehen zu wollen, kommen vielleicht zu unseren Dharma-Abenden oder fangen an, eine regelmäßige Dharma-Gruppe zu besuchen, die sich jede Woche trifft. Und je wichtiger man die eigene Praxis nimmt, je mehr man sozusagen Feuer fängt und merkt, wow, da ist total, da ist wie so ein goldener Faden, den ich da entdeckt habe und da will ich mehr von, desto mehr versucht man Raum dafür zu schaffen im eigenen Leben. Also man versucht, bestimmte Inseln in diesem vollen Leben zu schaffen, die man dieser Praxis widmet. Ja, vielleicht sind diese Inseln diese 15 Minuten morgens. Vielleicht diese Insel einmal in der Woche, dienstags oder mittwochs, komme ich hierher, da habe ich meinen festen Termin, das schaffe ich mir. Manchmal muss ich mir das mit viel Mühe freischaffen, dass meine Familie mich einmal in der Woche gehen lässt oder dass ich vielleicht andere Termine absagen muss, um mir das freizuräumen. Vielleicht schaffe ich es einmal im Jahr oder zweimal im Jahr auf Retreat zu fahren. Das heißt, ich schaffe mir bestimmte Räume für diese Praxis. Und diese Inseln, die man so in seinem Leben bildet, sind für viele Menschen eine total positive Erfahrung. Enorm positiv. Das hätte man dieses volle, anstrengende Leben mit
unheimlich viel auch ja, einfach Anstrengendem, was an einem zehrt, dann hat man so diese Inseln, in denen man sich ein bisschen erholen kann, wo man wieder mit was anderem in Berührung kommt, ein bisschen mehr zu sich kommt, auch in der Meditation oder wenn man hier ist, im Gespräch mit anderen Praktizierenden. Ja, man kommt wieder an was ran, was man vielleicht im vollen Alltag verloren hat. So ein Gefühl für, was in mir drinsteckt, was da für ein Potenzial ist oder eine Sehnsucht in mir nach was, was ich werden könnte. Und diesen Inseln helfen einem, damit wieder in Verbindung zu kommen. Und so wohltuend diese Inseln von Praxis aber sind, ist das nicht so, als würde das Leben unbedingt als Ganzes dadurch einfacher. Also so als guter irgendwie Verkaufsmensch müsste ich jetzt sagen, ja, das wird alles toll, wenn man praktiziert, das wird alles easy und es geht euch besser und das stimmt auch teilweise. Aber manchmal ist das auch so, wenn man anfängt zu praktizieren, oft ist das so, dass man sensibler wird. Das heißt, wenn man anfängt zu meditieren und sich selbst mehr mitzukriegen, sich zu spüren, dann merkt man auch, dass bestimmte Spannungen, die immer schon da waren im Leben, vielleicht Spannungen zwischen bestimmten Teilen meiner selbst, die nicht aufgelöst sind oder ungelöste Konflikte, Widersprüche in mir selbst, die zwicken mehr. Vorher konnte man die vielleicht noch so übertünchen und nicht so spüren, aber wenn man wacher wird und aufmerksamer und sich selbst mehr mitkriegt, dann zwicken diese Sachen mehr, als sie vorher gezwickt haben. Oder wenn man vielleicht wirklich erlebt hat auf dem Retreat, wie der eigene Geist sein kann. In was für wunderbaren, weiten, offenen, positiven Geistesverfassungen man sein kann. Dann ist der Kontrast umso schmerzhafter, wenn man merkt, in was für einen zonen, verstopften, gereizten Zustand man einen Großteil seines Tages manchmal verbringt. Ja, der Unterschied wird spürbarer und tut dann auch weh. Oder vielleicht gab es vorher bestimmte Sachen, die sind uns überhaupt nicht aufgefallen und plötzlich merkt man, das ist ja ethisch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ja, das ist unbequem, sich sowas klarzumachen, dass man vielleicht Aspekte in seinem Leben hat, die ethisch echt fragwürdig sind, wo man vorher überhaupt nicht hingeguckt hat. Also es kann sehr gut sein, dass wenn man anfängt zu praktizieren, diese kleinen Inseln von Praxis hat in seinem Leben, dass das Leben eigentlich erstmal noch herausfordernder wird, als es schon vorher war. Man hat sich irgendwie so ein bisschen Ruhe und Stille und Meditation versprochen. Und was man kriegt nach einer Weile, ist, man merkt, oh, das Leben wird noch komplexer, als es vorher schon war. Und dann kommt noch die ganze Zeitfrage hinzu. Wenn ich wirklich tiefer gehen will, mein Leben war sowieso schon voll, jetzt will ich noch meditieren, jetzt will ich noch hier in einer Gruppe teilnehmen, will hier noch neue Beziehungen im Sangha knüpfen, ja, wann soll ich das denn alles tun? Also, das kann durchaus herausfordernd sein. Und an dem Punkt haben Menschen eigentlich, so wie ich das sehe, drei Sachen zur Auswahl. Ja, wenn sie wirklich merken, oh, ich möchte diesen goldenen Faden weiterführen, ich möchte tiefer gehen, drei Möglichkeiten. Die eine ist wirklich diesen radikalen Schritt zu machen und zu sagen, ich breche mit dem Leben, wie ich es bis jetzt führe, ich widme mich ganz Praxis, indem ich mich von der Welt abwende, ob ich jetzt Mönch oder Nonne werde, ob ich in den Triratna-Vihara gehe oder ob ich in ein Retreatzentrum umziehe und da lebe. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die wählen manche Leute, aber nicht viele. Die andere Möglichkeit, sich damit abzufinden, dass man einfach unter den Bedingungen, die man hat, nicht tiefer gehen kann, dass man sich mit den kleinen Inseln zufrieden gibt und sozusagen sich damit abfindet, dass man so ein Laien-Buddhist ist, so wie das in Asien ist. In Asien gibt es die Mönche und Nonnen, die machen es ernst und die Laien, die sind so schon Buddhisten, aber naja, die tun ein bisschen gute Taten, ein bisschen Ethik, aber von denen wird nicht erwartet, dass sie wirklich tiefer gehen in ihrer Praxis. Damit kann man sich abfinden und sagen, okay, Buddhismus ist so eine Art, hat so eine Art Hobbycharakter in meinem Leben, ich finde das schön, ich bin Buddhist, aber irgendwie, naja, mehr als ein Abend pro Woche ist nicht drin und damit finde ich mich ab. Das ist die zweite Möglichkeit, die wählen auch viele. Die dritte Möglichkeit, wenn ich weder bereit bin, wirklich zu brechen mit meinem jetzigen Leben, aber noch bereit bin, mich damit abzufinden, an der Oberfläche zu bleiben, dann muss ich einen radikalen dritten Schritt probieren, nämlich ohne meinen Lebensstil zu verändern, zu lernen, meine Praxis in alle Aspekte meines Lebens hineinzutragen. Also nicht nur kleine Inseln zu haben, morgens eine Viertelstunde und dienstags abends ein Stündchen, sondern wirklich jeden Aspekt meines Lebens unter das Licht, in das Licht des Dharma zu stellen und vom Licht des Dharma transformieren zu lassen. Das heißt, ich nehme all dieses Gedöns in meinem Leben, meine Arbeit, meine Verpflichtungen, meinen Stress, meinen Zeitdruck, all dieses Zeug wird zum Material für meine spirituelle Praxis. Also statt sozusagen zu haben, hier habe ich meine kleinen Inseln, sage ich, trage meine Praxis in jeden Aspekt meines Lebens rein. Und heute Abend möchte ich mir diese dritte Möglichkeit angucken.
Ja, weil das ist auch, glaube ich, die, die ich lebe. Das erste ist, dass man sich wirklich klar macht, dass es nicht hilft, wenn man das Leben sozusagen diese verschiedenen Abteilungen einteilt. Und das tun ganz viele Leute. Ja, hier ist das normale Leben, mein Job, meine da. Und hier ist meine Praxis. Und man hält die beiden ein bisschen separat, so säuberlich getrennt. Und ich denke, das tun viele Menschen, die bei uns hier praktizieren. Also ganz oft, wenn man Leute fragt, wie läuft deine Praxis? Dann erzählen die einmal über ihre Meditation. Für mich ist Praxis viel mehr als nur Meditation. Meditation ist nur ein winziger Teil meiner Praxis. Aber ganz oft ist diese Identifizierung, ne? Praxis ist gleich auf dem Kissen sitzen. Und der Rest ist das normale Leben. Aber ich glaube fest, dass jede Situation des Lebens, absolut jede Situation des Lebens, eine Praxisgelegenheit darstellt. Egal, wo wir uns befinden, was wir machen, es ist eine Gelegenheit, an unserem eigenen Geist zu arbeiten. Ob wir jetzt Auto fahren, auf der Autobahn, im Stau stehen, ob ich ein Kundengespräch führe, was vielleicht anstrengend ist, ob ich in einem langweiligen Meeting sitze, wo vielleicht immer wieder die gleichen Themen, auch die von den gleichen Leuten wortreich erörtert werden, ohne dass man vorankommt, ob ich schon wieder das Kinderzimmer aufräume, ob ich koche, ob ich meine Steuererklärung mache oder ob ich unter der Dusche stehe. In jeder Situation, davon bin ich fest überzeugt, kann ich üben. Es gelingt mir nicht, in jeder Situation zu üben, aber ich weiß von diesen Situationen, dass ich es kann. Ich kann versuchen, wach zu sein und achtsam und wirklich zu spüren, was jetzt gerade passiert in meinem Geist, ob es angenehm ist oder unangenehm, irrelevant. Ich kann versuchen, eine positive Haltung zu entwickeln, Metta. Ist jeder vertraut mit dem Begriff Metta? Liebevolle Güte, liebevolle Zugewandtheit. Also Praxis eigentlich sind nicht bestimmte Tätigkeiten, wie mit gekreuzten Beinen auf dem Kissen sitzen. Weil ich kann mit gekreuzten Beinen auf dem Kissen sitzen und alles andere tun als praktizieren. Ich kann mir den letzten Kinofilm durch den Kopf gehen lassen. Ja? Dass ich da sitze mit gekreuzten Beinen, heißt nicht, dass ich praktiziere automatisch. Praxis ist eigentlich eine Haltung, die ich in alle Tätigkeiten hineintrage, die ich mache. Das ist eine Geistesverfassung, mit denen ich dem Leben und allen Erfahrungen im Leben begegne. Schaffe ich das, in einer bestimmten Situation offen zu sein? Ist da eine grundsätzliche Freundlichkeit? Oder ist da Widerstand, Abwehr? Boah, nee, kann ich jetzt nicht haben, will ich jetzt nicht. Ist da eine Aversion? Das sind die Fragen. Ich habe mich mal gefragt, gibt es irgendwelche Situationen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass ich wirklich nicht praktiziere? Das Einzige, woran ich denken kann, ich glaube, es gelingt mir noch nicht zu praktizieren, während ich einen Film gucke. Ich weiß nicht, bestimmt ist das auch möglich, aber wenn ich einen Spielfilm gucke, dann kann ich nicht praktizieren. Dann bin ich sozusagen aus mir selbst in eine andere Welt hineingetragen, in eine andere, mein Geist wird sozusagen geführt, Emotionen passieren von außen. Das ist jetzt die einzige Situation und im Schlaf, wo ich dran denken kann, wo ich keine, ja, so wie ich aufgestellt bin, nicht das Gefühl habe, praktizieren zu können. Aber in allen anderen Situationen, wo ich wach bin, denke ich, kann ich das. Und es ist interessant, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir in jeder Situation praktizieren können, in jeder Situation, dann werden wir automatisch zu Vollzeit-Buddhisten. Das heißt also, man kann ein Vollzeit-Buddhist sein, ohne in ein Kloster zu gehen. Auch davon bin ich absolut überzeugt persönlich. Ich kann einen anspruchsvollen Job haben, ich kann eine Familie haben und trotzdem Vollzeit-Buddhist sein. Ich kenne viele Menschen, die das auch wirklich leben, das geht. Verbunden mit dieser Neigung, sozusagen Praxis, spirituelles Leben von weltlichen, normalen Leben zu trennen, ist noch eine andere falsche Ansicht, Michaditti, wie wir das nennen. Das ist, dass man Spiritualität oder spirituelles Leben mit bestimmten Geistesverfassungen identifiziert. Das heißt, wenn ich denke an spirituelle Praxis, dann denke ich gleich an friedlich, freundlich, offen, ruhig, konzentriert. Und natürlich sind so Verfassungen total schön, die sind auch das Ziel und die sind sehr angenehm. Aber wir dürfen nicht glauben, dass spirituelle Übung nur passiert, wenn wir in solchen Geistesverfassungen sind. In einer Situation, wo ich total stinkig und wütend bin, kann ich praktizieren, wenn ich das Gewahrsein nicht völlig verliere. Ich kann nicht plötzlich einen Schalter umlegen und sagen, so gelassen, freundlich, nett. Ne? Wenn ich stinke, wütend bin, dann geht das nicht. Aber ich kann praktizieren, ich kann mit meinen Geistesverfassungen arbeiten, ich kann aktiv auf sie einwirken.
auch wenn ich keinen Schalter umlegen kann. Und manchmal höre ich Leute, die sagen, oh nee, heute oder gestern konnte ich nicht meditieren, da war ich in so furchtbaren Verfassung, ich war so wütend oder ich war total rastlos. Ich konnte nicht ins buddhistische Zentrum kommen, weil ich in so schrecklichen Verfassung war. Da dachte ich, ach, schade eigentlich, weil das ist doch gerade interessant. Ne? Also wenn man so richtig wütend ist oder der Geist total rattelt, ist doch total interessant, sich das anzugucken. Ist unangenehm, aber interessant. Da fängt Praxis eigentlich erst an. Wir haben ja dieses Symbol vom Lotus, über das wir auch oft reden. Ja, der Lotus als Symbol von Erwachen. Und der Lotus wurzelt im Schlamm. Auch darüber spricht man oft. Ja, der Schlamm, das Olle, das Eklige, das Unschöne in unserem Leben, kann Futter für den Lotus sein, ist Futter für den Lotus. Ja, also spirituelle Praxis kann überall passieren, mitten in einer Verfassung von totalem Chaos. Ich fühle mich total überwältigt, mir ist alles zu viel, um mich tobt das Chaos. Ja, in der Situation kann ich praktizieren. Auch wenn ich mich überfordert, gestresst fühle. Praxis heißt nicht still, nett und lächelnd. Das ist wichtig, ja. Wichtig, sich klar zu machen, dass es tatsächlich in allen Situationen geht. Und dass Praxis nicht bedeutet, weil wenn ich sage, oh, man kann in einer Situation, wo man wütend ist, praktizieren, dann stellt sich sofort die Vorstellung ein, ah, und das bedeutet, dass man sich an den Dharma erinnert und dann ist man plötzlich wieder freundlich. Nein, so ist das nicht, sondern in dem Moment, wo man die Wut spürt und sich ihr zuwendet und sie erforscht, ohne sie wegzumachen, aber wirklich erforscht, untersucht, das ist Praxis. Das heißt wirklich, sich selbst in den eigenen Geist kennenzulernen. Und wenn man spirituell praktiziert, darf man keine Angst haben, sich die Hände schmutzig zu machen, weil man im eigenen Geist ziemlich viel Unangenehmes vorfinden will. Übrigens auch im Kloster. Auch im Kloster darf man keine Angst haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Weil wir werden uns mit richtig unschönen Aspekten unserer selbst befassen müssen, wenn wir praktizieren. Weil wir das nicht wollen, brauchen wir gar nicht anzufangen. Also eine Art furchtloses, aufmerksames Zuwenden zu allem, was gerade im Moment passiert. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt von Praxis. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal in sich richtig grottenschlechten Verfassung seid, so richtig, ich weiß ja nicht, ist ja bei jedem von uns was anderes. Bei mir ist es Wut, bei anderen Leuten ist es vielleicht was anderes. Keine Ahnung, Selbstmitleid, Angst, keine Ahnung. Dann denkt ihr nicht, oh, ich sollte das jetzt nicht spüren, sondern ihr denkt, interessant, das schaue ich mir jetzt mal an. Das will ich jetzt mal genau sehen, was das jetzt ist. Und wenn ich die Haltung mit mir selbst haben kann, dann kann ich die auch eher mit anderen haben. Wenn ich mit mir selbst sozusagen diese interessierte Forscherhaltung haben kann, dann kann ich das auch mit anderen eher tun. Weil was manchmal passiert ist, ich bin in positiven Verfassung und ich habe im Alltag mit jemandem zu tun, der nicht in positiven Verfassung ist, der vielleicht gerade irgendwie anstrengend ist, gereizt ist, genervt ist, aggressiv ist, was mache ich dann? Ja, die Tendenz ist, sich abzuschotten. Oh, ich gehe auf Distanz. Ich will die Person jetzt nicht an mich ranlassen, weil ich will meinen schönen buddhistischen Geisteszustand von Gelassenheit und Freundlichkeit jetzt schützen. So. Ja, also ich pass auf, dass ich innerlich auf Distanz bleibe und sozusagen mich schütze. Aber eigentlich ist das total selbstorientiert, selbstzentriert. Eine spannendere Herangehensweise wäre, in der Situation offen und aufmerksam zu bleiben und wirklich innerlich engagiert zu bleiben, zu merken, da kommt mir jetzt gerade scharfer Wind entgegen. Was macht das mit mir? Aber nicht so leicht, das zu machen. Und wir haben oft so romantische Vorstellungen, was spirituelles Leben ist. Und ich muss sagen, nach so vielen Jahren von Praxis habe ich die immer noch. Zum Beispiel eine romantische Vorstellung von spirituellem Leben, die ich habe, ist, wie ich mir buddhistisches Familienleben vorstelle. Also meine Vorstellung, meine Familie, ja, mein Mann ist auch ein Buddhist, auch ein Ordensmitglied, zwei langjährig praktizierende Buddhisten, drei nette Kinder, die ja auch irgendwie was vom Buddhismus irgendwie mitgekriegt haben müssen im Laufe der Zeit, denkt man. Auch wenn wir sie nicht zu Buddhisten erziehen, muss das ja irgendwie abgefärbt werden. Meine Vorstellung ist, dass so eine buddhistische Familie sich abends zu Tisch setzt. Alle kommen von ihrem Tagewerk zurück und alle sind freundlich, aneinander interessiert, führen Konversationen, fragen, wie war denn dein Tag, hören einander zu, genießen das Essen, genießen die Zeit zusammen. Das ist mein Bild von einer buddhistischen Familie. Das passiert bei uns fast nie. Wir essen fast jeden Abend alle zusammen und es passiert fast nie. Eine viel klassischere Situation ist, dass meine beiden Jüngsten
entweder einen Streit fortführen, den sie vorher angefangen haben und bei Tisch sich gegenseitig beschimpfen und du warst, aber nein, du hast angefangen und dann geht das die ganze Zeit, die sitzen auch quer, dann einer rechts, einer links, das geht also so richtig quer über den Tisch, das Wortgefecht. Oder sie verstehen sich gut, dann unterhalten sie sich eloquent und total begeistert über irgendwelche absolut bescheuerten Szenen aus irgendwelchen Filmen, die sie gesehen haben. Und das geht dann hin und her. Mein Mann ist dann meistens milde genervt. Der schweigt dann und man merkt, er ist müde, der will einfach seine Ruhe und er findet dieses Gerede total anstrengend. Und ich merke, ich kriege diese Schwingungen von Aversion rüber und ich weiß gar nicht, was ich damit tue. Meine Tochter meckert rum, weil das Essen ja nicht schmeckt. Das ist so eine klassische Situation bei Brandenburgers zu Hause. Das ist eine buddhistische Familie, die zu Abend ist. Ist das nicht schrecklich? Okay, da gibt's nichts anderes, als die romantische Vorstellung fallen zu lassen und wirklich sich klar zu machen, diese Situation hat spirituell genauso viel Potenzial wie jede Meditation. Ja, die ist genauso fruchtbar oder vielleicht sogar noch fruchtbar, als wenn ich auf dem Kissen sitze. Das ist schwerer, das ist unangenehmer, aber es ist total fruchtbar. Ich kann da wirklich mit meinem Geist arbeiten. Ich kann wirklich merken, wie unangenehm ich den Streit finde. Ich kann merken, wie ich im Grunde genommen eigentlich den nicht haben will und am liebsten irgendwas machen würde, um ihn sozusagen mit Gewalt zu beenden. Ich kann mit diesen Tendenzen arbeiten, kann vielleicht versuchen, was Harmonisierendes zu sagen. Vor allem kann ich aber auch loslassen, wenn das nicht funktioniert. Ja, so wie ich dann mit mir, mit meinen Erwartungen, mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen umgehe, das ist Praxis. Und das ist genauso intensive Praxis wie auf dem Kissen, wenn es einem gelingt. Also wenn man in allen Situationen praktizieren will, wie ich das vorgeschlagen habe, also wenn man ein Vollzeit-Buddhist sein möchte, dann muss man verstehen, was sind die Prinzipien von Praxis. Nicht, was ist die Form, die äußere Form, sondern was ist eigentlich dahinter, was ist Praxis im eigentlichen engeren Sinne. Und eine Lehrformulierung, die ich ganz hilfreich finde dafür, ist die von den vier Bemühungen. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Eine der wichtigen Sachen, die man lernt in buddhistischer Praxis, ist, den eigenen Geist zu beobachten und zu merken, wie da die ganze Zeit Bewusstseinsprozesse passieren. Ja, in meinem Bewusstsein sind die ganze Zeit Prozesse. Das sind Gedanken, das sind Erinnerungen, das sind Gefühle. Ja, Buddhismus unterscheidet nicht zwischen Kopf und Herz. Ja, Geist ist sowohl Herz wie auch Kopf. Gefühle, Impulse, Wünsche. Ja, die ganze Zeit passiert etwas in meinem Bewusstsein. Und sozusagen das Bild, was dann entsteht, nennen wir Geistesverfassung. Das ist die Geistesverfassung, in der ich gerade bin. Und man lernt zu unterscheiden zwischen Geistesverfassungen, die, ich sag mal, produktiv sind, hilfreich sind. Wir nennen die auch heilsam oder positive Geistesverfassungen. Das sind solche, die offen sind, lebensbejahend, die getragen sind von Freundlichkeit oder Liebe oder Metta, für die den Begriff kennen, von Zufriedenheit oder Großzügigkeit und von Klarheit. Ja, so nennen wir positive Geistesverfassung. Und dann gibt es unheilsame oder negative Geistesverfassung. Die sind eher charakterisiert durch eine Enge. Man ist zu, man ist defensiv, man schottet sich ab, gekennzeichnet oft von Hass oder vielleicht im schwächeren Maße Abneigung, kann ja auch ganz milde Abneigung sein, oft auch gekennzeichnet von Gier, haben wollen und von Unklarheit und Verwirrung. Uns ist wichtig, die beiden unterscheiden zu lernen, ja, diese Qualität im eigenen Geist unterscheiden zu lernen. Das ist ein Schlüssel zur Praxis im Alltag. Wirklich lernen zu unterscheiden, was sind Geistverfassungen, die eher heilsam sind, was sind welche, die eher unheilsam sind. Und man kann das nicht identifizieren mit angenehm und unangenehm. Manchmal denkt man, eine positive Geistverfassung ist, wenn es mir gut geht. Das stimmt aber nicht immer. Kann mir auch gut gehen, wenn ich zutiefst unethisch handle. Das ist keine heilsame Geistesverfassung. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass eine heilsame Geistesverfassung immer angenehm ist und es ist nicht immer so, dass eine unheilsame Geistesverfassung immer unangenehm ist. Also man muss lernen, sozusagen die ethische Qualität von Geistesverfassung einschätzen zu lernen. Und die vier Bemühungen, eine Lehrformulierung, die auf den Buddha selbst zurückgeht, die vier Bemühungen bestehen ganz einfach darin, dass man sich bemüht, negative Geistesverfassungen zu vermeiden, dass man, wenn sie aber trotzdem entstanden sind, weil das einem vielleicht nicht immer gelingt, sie zu vermeiden, sich bemüht, sie zu überwinden oder zu beseitigen. Und dass man stattdessen versucht, positive Geistesverfassungen zu kultivieren, zu entwickeln. Und dass man, wenn es einem gelungen ist, sie zu kultivieren, versucht, sie zu erhalten. Das sind die vier Bemühungen.
Und das ist eigentlich, worum es im Kern geht. Zum Beispiel, wenn wir meditieren, tun wir nichts anderes. Was tun wir, wenn wir meditieren? Versuchen wir, negative Geistverfassungen loszuwerden. Zum Beispiel, ja, ein Geist, der total rumrast oder Ärger. Solche Sachen loszulassen und stattdessen positive Geistverfassungen zu kultivieren, wie zum Beispiel Stille, Achtsamkeit, Freundlichkeit, Netter, liebevolle Güte. Und auch bei Ethik und bei allen anderen Praktiken geht es im Kern genau darum. Ja, es geht darum, oder bei Puja oder auch bei Dharma-Studien, bei all den Praktiken, die wir hier so anbieten, geht es eigentlich darum, die eigenen Geistverfassungen wahrzunehmen, einordnen zu können und die einen zu stärken und die anderen zu schwächen, ja, zu transformieren. Und diese vier Bemühungen kann man in jede Situation tragen. Also zum Beispiel im Alltag. Was heißt es, negative Geistesverfassungen vermeiden zu lernen? Im Alltag heißt, dass ich lerne, die Trigger kennenzulernen. In meinem Alltag, in meinem Job, in meiner Familie, in meinem ganz normalen beschäftigten Alltag. Wirklich kennenzulernen, was sind so Trigger, was sind Auslöser für negative Geistesverfassungen. Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich diese Aufgabe unter Zeitdruck erledige, dann bin ich immer Gott in schlechter Laune danach. Ich bin dann gereizt. Ja, dann muss ich lernen, diese Aufgabe anders zu erfüllen. Dann muss ich früher anfangen oder vielleicht zu einer anderen Tageszeit oder mir mehr Zeit dafür einräumen. Oder wenn ich weiß, wenn ich übermüdet bin, dann bin ich immer gereizt. Gut, dann muss ich versuchen, Übermüdung zu vermeiden, indem ich genug Schlaf versuche zu bekommen. Manche Triggersituationen lassen sich ganz vermeiden. Ja, manche Situationen muss man überhaupt nicht reingehen. Manche lassen sich nicht vermeiden, aber dann kann man wenigstens vorbereitet reingehen. Ja, wenn ich ein Lehrer bin und ich weiß, ich habe eine richtig schwierige Klasse, die kann ich nicht vermeiden, wenn ich nicht den Job an den Nagel hängen will. Aber ich kann zumindest mich darauf vorbereiten, wenn ich in diese Situation reingehe, was da gleich auf mich zukommt, mich sozusagen innerlich nicht wappnen, sondern innerlich nähren, damit ich die möglichst positiv halten kann, diese Situation. Negative Geistesverfassung, Beseitigung. Ja, dafür haben wir wahrscheinlich auch genügend Gelegenheit. Also angenommen, ihr habt negative Geistesverfassung in eurem Alltag, so wie ich. Wir lernen hier ganz viele verschiedene Methoden dafür, in Meditation oder auch in anderen Angeboten, wenn wir hier unterrichten, lernen wir verschiedenste Methoden, wie man negative Geistverfassungen beseitigen kann. Und das, was wir lernen, zum Beispiel für Meditation, das können wir genauso auch im Alltag anwenden. Also zum Beispiel lerne ich in der Vergegenwärtigung des Atems, wirklich mich auf meine körperlichen Empfindungen ganz tief einzulassen. Wirklich zu spüren, was ich spüre, ganz tief. Genau das Gleiche kann ich anwenden, wenn ich im Alltag in heftigen Gefühlen bin. Also wenn ich merke, ich bin in wirklich heftigen Gefühlen wie Ärger oder selbst Angst, also wirklich starke Gefühle. Was wirklich hilft, meistens sind die Gefühle nämlich mit Geschichten verbunden, die wir uns erzählen, ist aus der Situation, aus der äußeren Situation sozusagen sich zurückzuziehen und wirklich zu spüren, was im Körper vor sich geht. Also wirklich wahrzunehmen, wenn ich ärgerlich bin, was passiert rein physisch? Was spüre ich in meinem Körper? Wovor spüre ich das? Hier merke ich, atme ich vielleicht ein bisschen flacher. Hier ist eine Spannung. Da kribbelt's, da ist schwer. Merke ich, dass da irgendwelche Substanzen durch meinen Körper gehen, die mich kribbelig machen. Also wirklich wahrzunehmen, was passiert physisch. Das kann schon eine Situation total ändern. Wenn man sozusagen sich aus der äußeren Geschichte, die da passiert, der hat mir was angetan, rauszieht und einfach nur merkt, was spüre ich. Das ist meine primären Wahrnehmungen. Das ist was, was wir Meditation trainieren, was wir beim Alltag sehr gut anwenden können. Wenn man das lernt, kann man sich aus vielen heftigen Emotionen relativ schnell wieder rausmanövrieren. Nicht indem man sie unterdrückt, weil das ist nicht empfehlenswert, aber indem man sie erforscht. Wirklich auf die primären körperlichen Empfindungen zurückkommen und wahrnehmen. Ja. Positive Geistesverfassung entwickeln ist auch etwas, was wir in Meditation lernen, wo wir auch bestimmte Methoden lernen, wie wir das machen können. Und auch das, was wir da in Meditation gelernt haben, können wir anwenden im Alltag. Das lässt sich in vielen Situationen anwenden. So wie ich arbeite in der Metta Bhavana, kann ich genauso arbeiten, während ich einem Kollegen gegenüber sitze. Das ist ein bisschen schwieriger, weil ich nicht alleine mit meinem Geist bin und weil ein reeller Mensch neben mir sitzt. Aber im Grunde genommen, die Prinzipien kann ich auch anwenden. Zu merken, wenn da was eng wird und wieder da rein zu atmen und zu öffnen, mich zuzuwenden, statt mich abzuwenden. Wenn ich was unangenehm finde, ist die normale, instinktive Reaktion, ist, wenn ich was unangenehm finde, ist so ein innerliches Abwenden.
Und was wir lernen in der Metta-Bhavana ist dieses innerliche Zuwenden. Auch auf das Unangenehme, ja? Wenn wir die Feindperson haben im vierten Abschnitt der Metta-Bhavana, dann wenden wir uns nicht ab, sondern wir wenden uns total offen zu. Und das können wir im Alltag auch anwenden. Ja, diese gleichen Prinzipien können wir in den Alltag hineintragen. Oder wenn wir Ethik praktizieren, Ethik ist natürlich auch was, was wir im Alltag überall verwenden können. Ja, in Ethik lernen wir auch, bestimmte Sachen einfach machen wir uns vielleicht zur Gewohnheit. In bestimmten Situationen, ich mache mir zur Gewohnheit einfach nicht die Unwahrheit zu sagen. Ich überlege nicht jedes Mal, oh, soll ich jetzt lügen, soll ich nicht lügen. Ich habe mir einfach zur Gewohnheit gemacht, ich bin ehrlich. Und das hilft auch, positive Geistesverfassung, wie zum Beispiel Entspannung, hervorzubringen. Ja, weil ich muss mich nicht mehr verstellen. Ich kann einfach ich selbst sein mehr. Um positive Geistesverfassung erhalten, dazu gehört, dass man unterstützende Routinen in seinem Leben aufbaut, dass man einen bestimmten Rhythmus hat, der funktioniert im eigenen Leben, dass man nicht chaotisch lebt, sondern wirklich versucht, bestimmte Rhythmen einzuhalten, die mir helfen, wenn ich in positiven Verfassungen bin, die auch zu erhalten, die nicht sofort wieder zu verfeuern. Ja, zum Beispiel so etwas Simples wie Pausen zu machen beim Arbeiten. Wir brauchen gar keine langen Pausen zu sein. Selbst eine Minute, wo man mal kurz zu sich kommt, ein paar Atemzüge bewusst nimmt, kann unglaublich transformierende Wirkung haben. Wenn man das regelmäßig macht im Laufe des Tages, kann das eine total starke Wirkung haben. Ich vermute, dass wenn man während seiner Arbeitszeit es 10-mal schaffen würde, eine Minute kurz einfach innezuhalten und sich zu spüren, dass das mehr Wirkung hat, als wenn man morgens eine Stunde gesessen hat, vermute ich mal, sag ich so. Weiß nicht, ob es stimmt. Aber es hat eine ganz starke Wirkung, diese kurzen Pausen, kurze Innehalten. Oder wenn man sich angewöhnt hat, wirklich den Körper wahrzunehmen, wirklich die Signale des Körpers wahrzunehmen, die nicht so zu überfahren, sondern wirklich wahrzunehmen. Nicht nur in der Meditation, auch am Computer, auch in dem schwierigen Gespräch, wo man merkt, oh, hier geht alles zu, hier oben. Man merkt, ich spüre die Signale meines Körpers, ich entspanne wieder, ich mache wieder auf. Also dazu könnte man unglaublich viel sagen. In gewisser Weise, wir haben hier Studiengruppen, die über 4 Jahre laufen. Und was wir machen 4 Jahre lang, ist zu erforschen, wie wir diese 4 Bemühungen in unseren Alltag reintragen können. Also das ist nicht was, was man mal eben erschöpfend darlegen kann. Das ist wirklich was, was man nach und nach mehr erforscht. Wie kann ich diese Prinzipien tatsächlich in meinen ganz konkreten Situationen, in meinem Alltag anwenden? Okay, andere Sache, worüber ich sprechen wollte, war, ich finde dieses Gefühl des Vielbeschäftigtseins an sich ziemlich faszinierend. Also angenommen, ich weiß ja nicht, ob das bei euch ist, weiß ja nicht, warum ihr hier seid, aber angenommen, ihr gehört zu der Sorte Leute, die das Gefühl haben, zu beschäftigt zu sein oder vielleicht nicht genug Zeit zu haben oder dass das Leben ziemlich voll ist, dann lohnt sich das, sich das wirklich mal anzugucken, wie es dazu kommt, dass wir das fühlen. Also auch diese Bezeichnung, ich habe keine Zeit oder nicht genug Zeit, was meint man eigentlich damit? Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Und was heißt viel beschäftigt zu sein? Ist das eine objektive Beschreibung? Kann man das objektivieren? Kann man das daran messen, wie viele Termine in unserem Terminkalender stehen? Das ist eine objektive Beschreibung davon, wie viel Verantwortung ich in meinem Leben trage, wie viel Verantwortung ich übernommen habe, wie viel ich zu halten habe. Ich muss sagen, ich bin persönlich in meinem Leben zu der Überzeugung gekommen, dass dieses Gefühl von viel beschäftigt oder nicht viel beschäftigt, dass das eigentlich sehr stark eine Geistesverfassung ist und nicht eine objektive Beschreibung. Da sind auch objektive Sachen dran. Ja, das ist ein objektiver Anteil. Wenn ich viele Termine habe, ist das objektiv anders, als wenn ich keine Termine habe. Aber dieses Gefühl von viel beschäftigt zu sein, ist in hohem Maße auch einfach eine Geistesverfassung. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ich hatte da so eine ganz interessante eigene Erfahrung. Vor 13 Jahren, als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, kurz vor der Geburt meines Sohnes, habe ich eine Liste geschrieben von Aufgaben, die ich hatte. Ich habe damals hier für unser Zentrum gearbeitet und habe meine Aufgaben auf so einer A4-Seite geschrieben, gedacht, okay, ich muss da, bevor das Kind geboren wird, muss ich einen Teil davon abgeben, idealerweise die Hälfte muss ich davon abgeben und hatte mir deswegen diese Liste aufgeschrieben, ne? Welche Verantwortung kann ich an wen übertragen, bevor das Kind geboren wird. Und der Zettel ist dann irgendwie in meiner Ablage verschwunden, in irgendeinem Stapel, den man sich nicht mehr anguckt. Und dann habe ich bestimmt, ich weiß nicht, 3, 4 Jahre später den Zettel wiedergefunden. Vielleicht auch 5. Einige Jahre später. Und ich habe mir den durchgelesen und ich musste echt laut lachen. Ich habe wirklich laut gelacht. Ich
saß an meinem Schreibtisch und habe laut gelacht. Weil ich dachte, in der Zwischenzeit hatte ich nicht nur mein zweites Kind bekommen, sondern auch mein drittes Kind. Die meisten dieser Aufgaben hatte ich nicht abgegeben. Ein paar, zwei oder so hatte ich abgegeben. Die anderen hatte ich immer noch und ich hatte inzwischen viel mehr zusätzliche Verantwortung und zusätzliche Aufgaben übernommen. Und mein Leben hatte sich voll angefühlt vor der Geburt meines zweiten Kindes und fühlte sich immer noch voll an nach der Geburt des dritten Kindes und nachdem ich zusätzliche Verantwortung übernommen hatte. Aber es fühlte sich nicht so wesentlich voller an als vorher. Das heißt, offensichtlich ist dieses Gefühl von, es ist voll, ich habe viel zu tun, sehr, sehr stark eine Geistesverfassung und nicht unbedingt was Objektivierbares oder was Quantifizierbares. Ich fand das ganz spannend. Ich habe da echt viel drüber reflektiert und von gelernt. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass auch Zeit und Energie keine mathematischen, handhabbaren Größen sind. Die funktionieren einfach nicht, die folgen nicht mathematischen Regeln. Davon bin ich fest überzeugt. Es gibt die Situation, wo man sich ausgelaugt und total zufühlt und dann nimmt man eine zusätzliche Aufgabe und macht die und man hat danach mehr Energie als vorher. Das ist nicht logisch, das ist nicht quantifizierbar. Oder auch Zeit. Zeit ist nicht quantifizierbar. Es gibt Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir haben absolut keine Zeit, aber wenn dann was kommt, was uns interessiert, dann ist Zeit plötzlich da. Wir schaffen die, wir finden die. Also Zeit ist irgendwie ein merkwürdiges Phänomen. Oder fragt mal Leute, habe ich öfter mal gemacht und kenne das von mir selbst, wann seid ihr am ehesten bedroht davon oder wann passiert es am ehesten, dass ihr mal nicht meditiert? Die meisten Leute würden euch sagen, das passiert mir am ehesten am Wochenende oder im Urlaub. Ist ja unlogisch, ne? Weil man es schafft, manchmal, wenn man einen total voll geplanten Tag hat, dann schafft man es, weil man diszipliniert ist, sich seine Zeit für Meditation freizuhalten. Dann hat man Wochenende, man hat das Gefühl, ah nee, kann ich jetzt laufen lassen? Und plötzlich ist Abend und man hatte keine Zeit zu meditieren. Ja, ganz interessantes Phänomen und ich habe das von vielen anderen auch gehört. Also es geht nicht nur mir so. Und auch, ich finde es faszinierend, auch andere Menschen zu beobachten. Es gibt manche Leute, die total gestresst sind, die sich wirklich ausgelaugt fühlen und das Gefühl haben, sie haben viel zu tun. Aber wenn ich genau hingucke und mal nachfrage, dann frage ich mich, was tun die eigentlich? Vielleicht ist das mein Geist. Aber manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute können sehr gestresst sein, aber ohne, dass da sehr viel Output zu sehen ist. Also nur das Gefühl von subjektiv gestresst ist echt. Ja, das ist echter subjektiver Stress. Aber objektiv heißt das nicht unbedingt, dass man viel auf die Reihe kriegt. Ich hoffe, niemand fühlt sich von euch jetzt ertappt, aber bestimmt kennt ihr Leute in eurem Umfeld, die so sind. Und umgekehrt gibt es Menschen, die wirklich viel Verantwortung tragen, die wirklich engagiert und aktiv sind, die wirklich große Verantwortung haben, im Beruf oder im gesellschaftlichen Engagement, Familie, was weiß ich, die aber trotzdem, obwohl sie wirklich viel tun, in gewisser Weise recht ruhig und gelassen wirken und nicht das Gefühl haben, gestresst zu sein. Also sehr faszinierend, wie subjektiv unterschiedlich das ist. Und ich kenne gerade für diese zweite Sorte Menschen etliche Beispiele so aus meiner Ordensgemeinschaft, Menschen, die schon lange praktizieren. Sangharakshita selbst, der Gründer unseres Ordens, ist für mich ein Beispiel dafür. Das ist ein Mann, der in seinem Leben unglaublich viel geleistet hat. Der hat wirklich Spuren hinterlassen. Ja, der hat in seinem Leben nicht nur einen Orden geschaffen mit 2000 Menschen, sondern war der Initialzünder für, ich weiß nicht, 80 buddhistische Zentren, Retreatzentren und ich weiß nicht, wie viele andere Projekte und Initiativen. Der Mann hat wirklich, wirklich viel gemacht. Er hat Bücher geschrieben. Wenn man guckt, also soll sein gesammeltes Werk demnächst erscheinen. Das ist unglaublich, der Output, den dieser Mann hatte. Aber soweit ich weiß, hat er, ich glaube, ich erinnere mich an ein Interview mit ihm, wo er sagt, er hat sich nicht ein einziges Mal in seinem ganzen Leben überarbeitet gefühlt. Wer von uns kann das sagen? Wahrscheinlich keiner. Er hat sich nicht ein einziges Mal in seinem Leben überarbeitet oder überfordert gefühlt. Spannend. Aber wenn er was tut, tut er das vollkommen ruhig, vollkommen konzentriert, vollkommen gesammelt. Er plant gut, er verschwendet absolut keine Energie, er ist immer vollkommen bei dem, was er tut. Und das ist eine Art, wie man mit unglaublicher Ruhe unglaublich viel gemacht kriegt. Spannend. Und ich kenne auch andere Leute in meinem Orden, die für mich wirklich Vorbilder sind. Ich kann an etliche Leute denken. Wir hatten lange Zeit einen buddhistischen Betrieb, der leider vor ein paar Monaten schließen musste.
Aber zu seinen Blütezeiten war das ein großes und mittelgroßes Unternehmen, aber ne, mit 400-500 Mitarbeitern, glaube ich, in seinen Blütezeiten. Und die Manager von Windhorst Trading, ja, ein Importhandel mit einem Großhandel, einer Einzelhandelskette, das waren wirklich viel beschäftigte Leute, das waren wirklich Manager, das waren Leute, die wirklich ihren Mann in der Businesswelt stehen mussten. Aber gleichzeitig waren das zutiefst praktizierende, spirituelle Menschen, die auch oft noch echt eine gewisse Ruhe und Sammlung und Weite ausstrahlen konnten. Oder auch einige unserer öffentlichen Präzeptoren, das sind die Leute in unserem Orden, die am erfahrensten sind, die für Aufordination in unserem Orden verantwortlich sind. Manche von denen tragen unglaublich viel Verantwortung. Manche von denen haben unglaublich volle Terminkalender. Die sind wirklich das halbe Jahr unterwegs, auf Reisen. Von einem Arbeitstreffen, von einem Meeting, von einem Land zum anderen. Haben sehr, sehr viel persönliche Verantwortung und trotzdem, viele von denen sind immer ansprechbar. Man hat nie das Gefühl von, oh Gott, ich bin gestresst, sondern die sind ansprechbar, sie sind bereit zu helfen, sie sind offen, ja, sie sind ruhig. Also es ist faszinierend. Ich finde es einfach faszinierend, diese Subjektivität von diesem Gefühl von viel beschäftigt sein. Da ist eine objektive Komponente, aber da ist auch eine sehr, sehr große subjektive Komponente. Ein Freund von mir sagte mir mal, er sagte es auf Englisch, weil er Kanadier ist. Er sagte, if you want to get something done, ask a busy person. Ja, wenn du irgendwas erledigt haben willst, frag jemanden, der schon viel beschäftigt ist. Weil seine Erfahrung war, Leute, deren Energie schon fließt, die können auch schnell noch was zusätzlich machen. Leute, deren Energie blockiert und träge ist, bei denen dauert das ewig, bis die was machen. Ich weiß nicht, ob das eure Erfahrung ist. Das heißt, offensichtlich ist das Gefühl von mein Leben ist zu voll, hat nicht nur mit den objektiven Facetten davon zu tun, sondern auch sehr stark mit der Arbeit, mit der Frage, wie wir arbeiten, wie wir mit uns arbeiten. Also es lohnt sich, das bei sich selbst auch zu erforschen. Und ich dachte, ich möchte drei Sachen nennen, von wahrscheinlich viel mehr, die es gibt, drei Sachen nennen, die in meiner Erfahrung wirklich Zeit und Energie rauben. Echte Zeit- und Energiefresser. Das erste sind Widerstände. Wenn man irgendetwas mit innerem Widerstand macht, kostet es unglaublich viel Kraft. Die Menschen, die ich vorhin beschrieben habe, wo ich das Gefühl habe, die sind wirklich, boah, die kriegen ganz viel geschafft, die sind wirklich leistungsstark und trotzdem ruhig und gelassen. Das sind Leute, die 100% hinter dem stehen, was sie tun. Die tun, was sie tun, mit Leib und Seele und aus totaler innerer Überzeugung, ohne Widerstände, mit Hingabe. Ja, und wenn man was mit Hingabe tut, mit wirklicher 100%iger Hingabe und Engagement, dann hat man keine Reibungsverluste. Wenn man hingegen eine Aufgabe mit innerem Widerstand erledigt, ist das wie, ich habe mein Bild dafür immer, ist wie wenn man mit angezogener Bremse versucht, Fahrrad zu fahren. Das ist einfach richtig anstrengend. Und man kommt nicht wirklich schnell voran. Wenn ihr also zu den Leuten gehört, die mitten in einem anspruchsvollen, vollen Leben auch den Dharma üben wollen, das heißt, wenn ihr inmitten von einem vollen Leben versuchen wollt, expansive, positive Geistesverfassung zu entwickeln, dann ist es wichtig, dass ihr versucht, eure Widerstände zu entdecken und sie loszulassen. Also es ist wichtig, zum Beispiel nicht Groll zu haben, das Gefühl zu haben, ah, ich wünschte, ich müsste all das nicht tun, was ich zu tun habe. Also wir haben eine klare Entscheidung, oder wir sollten eine klare Entscheidung treffen, was wir tun wollen, was wir nicht tun wollen. Darüber sage ich gleich mehr. Und wenn wir uns entschieden haben, was zu tun, dann ist auch wirklich aus ganzem Herzen tun, mit Hingabe und ohne Widerstände, ohne Bremse. Ja, ob das jetzt unser Beruf ist, ob das ist, dass wir Kinder haben, egal was wir tun, versuchen wir es ganz zu tun und mit innerer Beteiligung und Engagement. Widerstände kosten unglaublich viel Kraft. Wenn ich was mit Widerständen mache, dann wird es weniger gut, es dauert viel länger, es kostet mich viel mehr Kraft und es macht keinen Spaß. Also ist das echt Blödsinn. Und das gilt für so viele Dinge, ob das unser Beruf ist, ob das eine Steuererklärung ist, ob das ein Abwasch ist, ob das der Mülleimer ist, den man rausbringt. Wenn ich mich entscheide, es zu tun, tu's. Ja. Lass die Widerstände weg. Widerstand führt auch zu schlechten Gewohnheiten, wie zum Beispiel Aufschieben. Ja, viele Menschen leiden unter solchen schlechten Gewohnheiten, die Sachen vor sich herzuschieben. Und ich denke ganz oft, wenn wir bei uns selbst gucken, ist so ein Gefühl von Überforderung, wenn wir das Gefühl haben, boah, uns wird alles zu viel, ist das oft ein Ergebnis, dass wir bestimmte Sachen erlaubt haben, dass sie sich anhäufen.
dass sie sozusagen aufgeschoben wurden und dann haben wir den ganzen Haufen vor uns und damit fühlen wir uns dann überfordert. Also auch das hat mit Widerständen zu tun. Ein zweiter Energiefresser in meiner Erfahrung ist das, was wir mit dem buddhistischen Begriff Papancha bezeichnen. Papancha. Dafür haben wir keine wirklich gute Übersetzung. Papancha sind innere Dialoge, innere Kommentare und Geplapper, innere Geschichten. Geistiges Plappern, könnte man sagen. Zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin und jemand hat mir, ich muss irgendwas machen, mir wurde eine Aufgabe übertragen, von der ich meine, das ist eigentlich gar nicht meine, das müsste eigentlich jemand anders machen. Dann kann ich die Aufgabe einfach tun oder ich kann anfangen, Papancha laufen zu lassen, inneres Geplapper. Dann häufe ich auf diese Aufgabe, die ich zu tun habe, noch innere Dialoge, wie zum Beispiel die Geschichten, wie das dazu kommen konnte, dass ich das jetzt machen muss. Das ist ja echt nicht in Ordnung, weil eigentlich hätte es jemand anders machen müssen. Und wir müssen diesen Betrieb anders organisieren. Das heißt, ich habe diese ganze Energie, die da reinfließt in diese Geschichten. Dann habe ich die ganze Energie, die in die Gefühle fließt. Von ich fühle mich ausgenutzt, ich fühle mich nicht gewertschätzt und niemand sieht mich. Und ja, also die ganze Gefühlsdrama kostet ja auch total viel Energie. Empörung bei Ungerechtigkeit, dann fange ich an, mich über meinen Vorgesetzten zu ärgern, der das ja hätte sehen müssen, dass das nicht meine Aufgabe ist, sondern die von jemand anders. Dann kann ich noch Fantasien haben über Vergeltung und Rache. Haha, nächste Woche werde ich dem auch was aufs Auge drücken, was nicht. Also diese ganze Energie, die da reingeht in dieses geistige Geplapper, macht eine Aufgabe, die ganz simpel sein könnte, plötzlich riesengroß. Vielleicht kennt ihr das. Ja, eine Aufgabe, die vielleicht, wenn man sie einfach gemacht hätte, vielleicht 30 Minuten gedauert hätte, man fühlt sich danach mit diesem ganzen Geplapper so, als hätte man 3 Stunden schwer gearbeitet, weil das kostet echt Energie, das kostet echt Kraft. Oder meine Erfahrung, die ich kenne, wenn ich manchmal 2 Treffen habe, direkt hintereinander, an 2 verschiedenen Orten, ich habe ein Arbeitstreffen, dann fahre ich irgendwo hin und habe das nächste Treffen. Wenn ich Papancha habe, dieses innere Geplapper, dann verbringe ich den Weg von Ort A zu Ort B, indem ich alles nochmal wiederkeule. Ah ja, da war so vor dem Treffen und dann war das und dann gehe ich vielleicht die Themen noch durch. Ah, da müssen wir noch das machen, dann muss ich noch das machen. Das heißt, ich verarbeite all das, was ich gerade gehört habe. Aber vielleicht wiederkeule ich auch manche Sachen. Ja, das hätte ich anders sagen sollen und da habe ich mich nicht durchgesetzt. Das hätte ich anders angehen müssen. Aber dann fange ich an, Geschichten zu erzählen über meine Kollegen. Das war ja typisch. Dieses Muster habe ich bei denen ja immer schon gesehen. Wie kriege ich diese Stimme zum Schweigen? Das ist das, was ich wissen will. Die hören nicht auf. Das ist das Problem. Die hören nicht auf. Und dann ist man unachtsam und dann fange ich wieder an. Und dann gerade auf der Arbeit ist es so. Ja. Aber die kennenzulernen ist erstmal der erste Schritt. Die wirklich kennenzulernen und ihnen wirklich zuzuhören. Und manchmal auch zuzuhören, was dahinter steckt. Wie zum Beispiel, ich möchte jetzt gesehen werden. Ich fühle mich nicht gesehen. Okay, da ist ein Gefühl. Was ich vorhin beschrieben habe, in so einer Situation wirklich zurückzukommen auf das physische Gefühl. Vielleicht fühle ich mich gerade nicht gesehen. Wie fühlt sich das an? Aber je mehr ich mich auf den Körper zurückziehe, wirklich wahrzunehmen, was im Körper passiert, dann komme ich aus diesen Geschichten raus. Und nicht schnell. Das ist nicht was, wo man einen Schalter umlegen kann. Aber ich merke die Situation, wo ich das nicht habe. Ja, ich kenne jetzt diese Situation, wo ich das nicht habe, ich habe dieses Arbeitstreffen, was vielleicht auch anstrengend ist und ein bisschen schwierig, weil ein bisschen Konflikt oder Spannung ist. Und dann lasse ich es los und ich radel zu meinem nächsten Treffen. Und ich spüre meinen Körper, wie ich radfahre. Ich spüre den Himmel über mir. Ich atme die Luft. Und ich komme an den 2. Ort an und ich habe das Gefühl, ich hatte eine Pause. Wenn ich es weglassen kann, habe ich eine echte Pause gehabt. Wenn ich es nicht weglassen kann, bin ich die ganze Zeit weitergerannt und dann bin ich abends erschöpft. Und ich kenne das von mir auch, es gibt objektiv Zeiten in meinem Leben, wo ich objektiv viel zu tun habe, aber mich subjektiv geräumig fühle. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, es ist ein Gefühl von Raum und Weite, obwohl mein Terminkalender voll ist. Und es gibt Zeiten, wo das nicht so ist und das ist echt unterschiedlich. Es gibt Zeiten, wo ich dann merke, es wird alles eng. Also Papancha, will diese Papancha entdecken, kennenlernen und dann irgendwie auch loslassen lernen. Meditation hilft dabei sehr stark. Und dritter Zeit- und Energiefresser sind einfach all die überflüssigen Sachen, die wir tun. Ja, überflüssige Tätigkeiten und vor allem auch überflüssiger Sinnesinput. Ob das jetzt ist, dass wir
im Auto automatisch das Radio hören, ob wir noch irgendwie ständig unsere E-Mails nochmal nachlesen, ja nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht 10-mal am Tag oder bei jeder WhatsApp-Nachricht gucken, was es ist oder immer wieder auf Facebook nach Neuigkeiten nachschauen. Wir pumpen unglaublich viel Überflüssiges in unseren Geist rein und das strengt an. Manchmal können wir Multitasking nicht verhindern, aber es gibt viele Situationen, wo wir es könnten, aber wir verhindern es nicht. Wir machen trotzdem Sachen gleichzeitig und auch das strengt unglaublich an. Ja, wir packen unglaublich viele Informationen in unseren Kopf, die wir eigentlich nicht brauchen. Und ich glaube oft, dass es gar nicht die Kerntätigkeiten sind, die uns so ermüden oder uns zu viel sind, sondern dass es der ganze zusätzliche Krempel ist, den wir zwischen den Kerntätigkeiten haben, den wir noch da reinpacken. All diese überflüssigen Inputsachen, die kleinen Dinge, die wir noch dazwischen machen, dass die sehr stark ermüden. Und es ist interessant zu schauen, warum tun wir das? Warum gucke ich schon wieder nach meinen E-Mails oder warum muss ich nochmal auf Facebook gucken? Und ich denke auch ganz oft, ist da Gier dahinter. Wirklich das Gefühl, ich will noch einen Impuls, noch irgendeinen Kick oder noch was Interessantes und ich will nichts verpassen. Auch diese Angst, irgendwas verpassen zu können, ist sowas, was einen motiviert. Und das ist eigentlich eine Form von Gier. Das ist eine Form von Unersättlichkeit. Naja, und dann kommen wir uns natürlich nochmal ganz was anderes fragen, nämlich, ist viel beschäftigt sein vielleicht ein Lebensgefühl, was wir haben wollen, über das wir uns definieren? Das ist nochmal ein ganz großer Topf, dazu sage ich nichts. Ich werde nur die Frage in den Raum stellen. Kann das sein, dass wir das eigentlich wollen, dieses Lebensgefühl? Weil wenn wir viel beschäftigt sind, sind wir wichtig, dann sind wir wer. Ja, wir definieren uns über unser Tun. Kann das sogar gar sein, dass es eine Flucht für uns selbst ist? Weil wenn wir viel beschäftigt sind, dann können wir ja nicht innehalten, um uns zu spüren. Auch das, was sich lohnt zu fragen. Ich habe betont, dass jede Situation in unserem Leben eine Gelegenheit sein kann, die man in spirituelle Übung verwandeln kann. Das glaube ich total fest. Jeder Moment des Alltags kann für Praxis benutzt werden. Aber das wird uns nur gelingen, wenn wir ziemlich durchgängig so eine Grundachtsamkeit haben. Ja, wenn wir eine Grundachtsamkeit haben, die sich durchzieht. Sonst vergessen wir das einfach. Dann ist es einfach weg in unserem Geist. Also eine Art Grundwachsamkeit, Achtsamkeit, eine Grundpositivität ist nötig, um das tun zu können. Und ich glaube, dazu ist ein gewisses Maß an formaler Praxis absolut unerlässlich. Und mit formaler Praxis meine ich diese explizit buddhistischen Praktiken, vor allem Meditation, aber auch Sachen wie Dharma-Studium, Puja, solche Sachen. Ich hatte vorhin von diesen hochaktiven Menschen erzählt, die ich im Orden kenne, die wirklich, wirklich sehr aktiv, sehr engagiert sind und trotzdem Gelassenheit und Ruhe ausstrahlen. Jeder von denen hat eine stabile, solide, tägliche Meditationspraxis. Einer der Ordensmitglieder in Indien, Lokamitra, manche haben den vielleicht schon mal hier erlebt, der war mal vor ein paar Jahren hier zu Besuch. Das ist wirklich so ein absolutes Arbeitstier. Der Mann hat Triratna, also unsere Gemeinschaft in Indien, begründet vor ein paar Jahrzehnten und hat seitdem wirklich hart gearbeitet. Er hat ich weiß nicht, wie viele soziale Projekte und buddhistische Zentren ins Leben gerufen. Er ist ein Sozialaktivisten, Dharma-Lehrer, ein Fundraiser. Er reist unheimlich viel. Er ist in ich weiß nicht, wie vielen Gremien zugange. Und irgendwann mal, hat auch eine Familie, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Und irgendwann mal erinnere ich mich, in einem Interview wurde er gefragt, wie hast du das geschafft, auch gerade in den Zeiten, wo das ganz, ganz besonders stressig war. Und er sagte, was ihn immer getragen hat, war, dass er jeden einzelnen Tag in seinem ganzen Leben meditiert hat, wirklich eine solide, lange Meditation hatte. Und egal wie gestresst er war, egal wie viel er zu tun hatte, das ist nie über Bord gefallen. Das war so die Basis von dem Ganzen. Das hat mich echt beeindruckt. Ja. Und ich finde, es ist ganz nützlich zu unterscheiden zwischen dem, was ich formale Praxis nenne, also so Sachen wie Meditation, Dharma, Studium, Puja, ins Zentrum gehen, und dem, was ich Praxis im Alltag nenne. Und ich denke, in meiner Erfahrung, in meiner persönlichen Praxis passiert 90% meiner Arbeit im Alltag. Nur 10% auf dem Kissen oder in formellen Situationen. Ja, der Rest passiert im Alltag. Auch die meisten Durchbrüche und Einsichten, die ich erfahren habe, waren ganz oft im Alltag. Sind genau in den Situationen im Alltag, wo ich die absolut herausforderndsten Lektionen gelernt habe über mich und über meinen Geist. Im Zusammenleben mit meiner Familie, in Kommunikation mit anderen Menschen, gerade dann, wenn Kommunikation schwierig wird, da kann man so viel über sich lernen, über seine Muster. Super unangenehm, aber man kann wirklich, wirklich viel über sich lernen. Vielleicht mehr als auf dem Kissen, manchmal.
Aber obwohl 90% meiner Praxis im Alltag passiert, ist das nur möglich, weil ich diese 10% auf dem Kissen habe. Wenn ich die nicht hätte, könnte ich das nicht. Und manchmal vergleicht das ein bisschen so, es ist, als ob spirituelles Leben so ein Gemälde ist, was man malt. Und jedes Zeug im Alltag kann man verwenden. Ja? Sozusagen jede Erfahrung des Alltags, wie so eine neue Farbnuance, die ich nehmen kann und mit der ich dieses Gemälde des spirituellen Lebens male. Aber ich brauche die formale Praxis und das ist mein Pinsel. Wenn ich den nicht habe, brauche ganz viel Farben und nur einen Pinsel. Aber wenn ich den nicht Pinsel nicht habe, kann ich kein Gemälde malen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass deswegen Meditation und andere formale Praktiken, auch Dharma-Studium, absolut wichtig sind. Und ja, ich kann als vielbeschäftigter Mensch, jeder von uns als vielbeschäftigter Mensch mit Beruf, mit Familie, wir können ernsthaft praktizieren, aber ein bisschen Zeit für diese formale Praxis muss sein. Davon bin ich überzeugt. Tägliche Meditation muss nicht eine Stunde sein wie bei Lokamitra. Ich denke auch, wenn man es schafft, jeden Morgen nur 10 bis 15 Minuten zu sitzen, dass das eine wichtige Basis ist. Ja, muss nicht unbedingt lang sein, aber Regelmaß. Regelmaß ist wirklich wichtig. Sich jeden Tag diese Verabredung mit sich selbst zu gönnen, indem man kurz wahrnimmt, was eigentlich los ist im eigenen Geist. Und wenn man wahrnimmt, dass er nur dumpf und nur zu ist, ist das auch was Interessantes. Ja, muss nicht heißen, dass man da 15 Minuten wie so ein Bliss Bunny sitzt und irgendwie schwelgt in tollen Gefühlen. Auch die 10 Minuten, wo man merkt, ich bin deprimiert und schlecht drauf, sind kostbar. Ja, man begegnet sich selbst und man kommt an was dran. Ein Retreat pro Jahr sollte für jeden drin sein, mindestens eine Woche, besser mehr, aber eine Woche schafft jeder. Selbst Mütter mit kleinen Kindern schaffen ja Retreat, wenn sie ein bisschen kreativ und findig sind und sich mit anderen Müttern zu vernetzen wissen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ein bestimmter Dharma-Kontext, in dem man regelmäßig immer wieder mit anderen sich über den Dharma austauschen kann. Ja, man lernt die Sachen und man vergisst sie wieder. Man muss die wach halten, damit man sie auch parat hat im Alltag. Ja, wenn ich nicht regelmäßig wieder mich mit diesen Gedanken, mit diesen dharmischen Ideen befasse, dann sind die nicht da, wenn ich sie im Alltag brauche. Ja, so vielleicht einmal in der Woche, ob das ist eine Dharma-Gruppe, wie wir sie hier anbieten, oder im Orden haben wir unsere Ordenskapitel, die sich einmal pro Woche treffen. Einmal in der Woche nochmal tief in den Dharma einzutauchen, mit anderen zusammen, ist wunderbar und ist wirklich ja sozusagen das, was wir da hervorbringen oder aufbauen, können wir dann im Alltag nutzen. Wenn wir das nicht haben, werden wir es im Alltag vergessen. Und Zeit für Sangha, für Freundschaften, für Beziehungen im Sangha ist auch sehr wichtig. Das würde ich sagen, so die Minimalanforderung für jemanden, der tiefer gehen will mit seiner Praxis, der das nicht nur als Hobby betreiben will. Tägliche Meditation, auch wenn nur kurz, ein Dharma-Kontext regelmäßig, Retreat pro Jahr und Verbindung im Sangha. Und dass das möglich ist, das auch zu verbinden mit Beruf, mit Engagement in der Welt, mit Familie, das haben viele Leute schon bewiesen. Ja, das haben viele Leute schon vorgelebt, das geht. In unserem Orden, unter unseren Mitras hier, das sind die Leute, die in der Gemeinschaft verbindlicher engagiert sind, gibt es ganz viele, denen das gelingt, trotz anspruchsvoller anspruchsvollen sonstigen Lebens. Wir haben Leute mit eigenen Firmen hier, wir haben Leute, die im sozialen Sektor sehr engagiert sind, wir haben viele Leute mit Kindern, es geht. Ja, es ist möglich. Aber es erfordert ein bisschen Organisation, manchmal ein bisschen Kreativität und zugegebenermaßen fühlt sich das manchmal an, als würde man jonglieren. Aber jonglieren ist ja eine sehr achtsame und sehr anmutige Tätigkeit. Und was, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht? Was, wenn ich sage, ich möchte eigentlich tiefer gehen, aber ich habe wirklich keine Zeit. Ich schaffe das nicht täglich. Zumindest geht bei mir, geht das echt nicht. Ich habe einfach keinen Abend frei mehr in der ganzen Woche. Ja, da muss man sich wirklich fragen, was man eigentlich will. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber da muss man sich wirklich fragen, was ist mir wichtig, was will ich? Ich habe mir abgewöhnt zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Also wenn ihr mich mal erwischt bei der Aussage, ich habe keine Zeit, weist mich bitte darauf hin, weil ich versuche, diesen Satz total zu vermeiden, weil ich glaube, dass das eigentlich Augenwischerei ist. Weil was heißt das, keine Zeit zu haben? Was heißt das wirklich? Was ist Zeit? Ich meine es nicht philosophisch, auch vielleicht meine ich es philosophisch. Wenn wir fragen, was ist Zeit, denken wir vielleicht sofort an eine Uhr. Wir stellen uns eine Uhr vor und die Uhr hat ja 12 Stunden, der Tag hat 24 Stunden. Wir haben so Zeitportionchen und die verteilen wir auf verschiedene Aktivitäten. Und wenn die aufgebraucht sind, ist keine Zeit mehr übrig. Das ist vielleicht das Modell, was wir haben im Kopf. Ja, wenn ich alle Stunden meines Tages verplant habe, dann habe ich keine Zeit mehr. Aber das ist total theoretisch. Das ist ein reines Kopfding, das ist ein Konzept.
wenn ich wirklich gucke in meiner eigenen Erfahrung, was ist Zeit? In meiner direkten, unmittelbaren Erfahrung, was ist Zeit für euch? Ja, eigentlich ist Zeit ein Synonym für den Fluss von Leben, den wir haben. Eigentlich kann man die beiden nicht trennen. Zeit und Leben sind eigentlich machen wir das gleich damit. Ja, ich bin jetzt hier, ihr seid alle jetzt hier und ihr seid euch bewusst, dass ihr hier seid. Ihr hört was, ihr seht was, ihr seid jetzt da. Und im nächsten Moment seid ihr auch da. Und die Idee von einem Moment ist schon ein Konzept. Ja, ihr seid immer da. Ihr seid immer jetzt. Ja, und das ist eigentlich in meiner direkten, unmittelbaren Erfahrung, was ich wahrnehme. Ich nehme nicht Zeit wahr, schon gar nicht Stunden, sondern ich nehme immer nur jetzt wahr. Den jetzigen, gegenwärtigen Augenblick. Das heißt, Zeit ist der Fluss von Leben. Keine Zeit zu haben, als froh zu sein oder bewusstlos zu sein. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, was er eigentlich sagt, ist, was anderes ist mir jetzt wichtiger. Und den Mut, sich das einzugestehen, finde ich echt wichtig, den zu haben. Ja, wenn ich sage, ich habe keine Zeit dafür, dann sage ich eigentlich, ich entscheide mich jetzt, was anderes zu tun. Das klingt gleich ganz anders. Also es geht eigentlich um Prioritäten. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe mir echt angewöhnt zu sagen, ich habe nie zu sagen, wenn es geht, ich habe keine Zeit. Das heißt, wenn jemand mich fragt, können wir uns nächste Woche treffen und ich gucke in meinen Kalender, dann sage ich nicht, oh nee, da habe ich keine Zeit, sondern ich sage vielleicht, ach, da habe ich schon einen anderen Termin oder da habe ich schon was anderes vor. Oder ich sage vielleicht, nee, in der Woche möchte ich für mich nicht verabreden, weil die habe ich schon für was anderes blockiert. Ich möchte mich in der Zeit mit irgendwie auf XY konzentrieren, da möchte ich keine Verabredung machen. Ist aber was ganz anderes zu sagen. Ich möchte da keine Verabredung machen, weil ich mich für was anderes entschieden habe. Es ist nicht, dass ich keine Zeit habe. Zeit hätte ich selbstverständlich. Und vielleicht findet ihr das spitzfindig. Vielleicht findet ihr da so eine Spitzfindigkeit. Aber der Unterschied ist, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann bin ich das Opfer. Dann ist da so eine Art höhere Gewalt. Aber wenn ich ehrlich bin und sage, ich mache das jetzt nicht, weil etwas anderes mir jetzt wichtiger ist, dann nehme ich Verantwortung für meine Wahl. Ich mache mir bewusst, dass das Leben, das ich führe, meine Wahl ist. Ich setze die Prioritäten und ich entscheide mich für eine Sache und damit entscheide ich mich auch gegen andere Sachen. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, ich habe wirklich keine Zeit für formale Praxis, keine Zeit für Meditation, dann sagt er damit, anderes ist mir wichtiger. Und das ist absolut legitim. Es ist jedermanns gutes Recht zu sagen, anderes ist mir wichtiger. Aber es ist dann gut, auch das ehrlich zu sagen, anderes ist mir wichtiger. Wir sind es, die unsere Prioritäten setzen. Und manchmal denke ich, lohnt es sich, sie zu überdenken. Manchmal denke ich, hat sich so viel in unserem Leben angesammelt, dass es gut ist, mal einen Cut zu machen und wirklich genau hinzuschauen. Vielleicht haben wir das Gefühl für unsere Freiheit verloren. Und ich glaube, dass wir zutiefst frei sind in unserer Wahl. Mir ist ganz wichtig, mir wieder klar zu machen, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Alles, was ich tue, tue ich, weil ich es wähle zu tun. Man könnte jetzt sagen, oh, ich habe heute Abend einen Vortrag gemacht. Das war für mich vielleicht Stress. Aber ich musste nicht kommen. Ich hätte auch einfach zu Hause bleiben können. Das wäre doof gewesen für euch. Aber ich hätte zu Hause bleiben können. Ich war frei, nicht zu kommen. Ich bin gekommen, weil ich kommen wollte. Oder auch für viele andere Sachen in meinem Leben, in eurem Leben. Wir müssen gar nichts. Wir tun, was wir tun, weil wir es tun wollen. Und gerade wenn Menschen so eine lebensbedrohliche Erkrankung haben, vielleicht was, wo sie vielleicht nicht mehr lange zu leben haben, ist das meistens so eine Phase im Leben, wo man total Fazit zieht und genau guckt, evaluiert, was ist wichtig, was will ich mit meiner verbleibenden Zeit. Und sehr oft merken Leute dann, dass sie manche Sachen sehr leicht über Bord werfen können. Und ich finde das eine empfehlenswerte Übung, auch wenn man nicht lebensbedrohlich erkrankt ist. Also es ist was ich immer wieder mal mache. Ich stelle mir wirklich die Frage, wenn ich jetzt wüsste, ich habe noch ein Jahr zu leben, was würde ich tun? Für mich ist das so ein Teststein von, lebe ich so, wie ich leben will? Und das ist was ich allen empfehle. Sind die Sachen, die mich so beschäftigt halten, die ich machen will? Vielleicht sind das die. Ich bin beschäftigt, weil ich mit Sachen beschäftigt bin, die ich total sinnvoll und wichtig finde. Gut, tu sie aus ganzem Herzen. Und praktiziere dabei. Oder sind es Sachen, die ich nicht wirklich machen will? Was würde ich über Bord werfen, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Und warum werfe ich es eigentlich jetzt schon über Bord? Und damit kommt man ein bisschen wieder zum Thema vom Anfang, als ich über Kloster sprach. Menschen, die in Kloster gehen,
üben, was auch was wichtig ist in der buddhistischen Tradition, Entsagung. Es ist ein wirkliches Entsagen, ein Verzicht. Man verzichtet auf viele Dinge. Man entsagt der Welt auf eine radikale Art und Weise. Aber ich glaube, dass jeder von uns, wenn er praktizieren will oder wenn er überhaupt sein Leben bewusst führen will, auch wenn er nicht so radikale Entscheidungen trifft, irgendwo trotzdem Entsagung üben muss. Ja? Ich denke, jede Entscheidung, die ich treffe für etwas, ist eine Entscheidung, die ich gegen 100 andere Dinge treffe. Und das tut manchmal weh, das muss man sich einfach eingestehen. Wenn ich mich frage so, ne, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte, was würde ich tun? Meistens habe ich das Gefühl seit Jahren, ich würde genau das tun, was ich jetzt tue. Ich lebe so, wie ich leben will. Manchmal mit so kleinen Korrekturen oder Akzentverschiebungen, aber im Großen und Ganzen, ich lebe so, wie ich leben will. Aber es gibt richtig viele Sachen in meinem Leben, oder nicht in meinem Leben, es gibt viele Sachen, die ich interessant finde, die ich auch wertvoll finde und sinnvoll finde, für die ich keine Zeit mehr nehme. Ja, die ich einfach wähle, nicht zu tun, weil ich andere Sachen gewählt habe. Es gibt unglaublich vieles, auch wirklich Wertvolles, was ich verpasse. Es gibt Sachen, die ich wirklich gern tun würde, die ich nicht tue, weil ich mich für andere Sachen entschieden habe. Und so ist das Leben. Wir können nicht alles tun. Also sollten wir einfach weise entscheiden, was uns wichtig ist, was uns wirklich das Allerwichtigste ist und das dann von ganzem Herzen tun. Und vielleicht ist das der Gedanke, mit dem ich euch jetzt, ihr habt hier echt Geduld gehabt, ins Wochenende verabschiede. Es ist ein bisschen die Frage, ob ihr jetzt viel beschäftigt seid oder nicht. Ob ihr jetzt euch als Buddhisten betrachtet oder nur vielleicht so ein vages Interesse, ein vorsichtiges Interesse am Buddhismus habt. Womit füllt ihr eure Zeit? Womit füllen wir unsere Zeit? Womit füllen wir unser Leben? Und ist es das, was wir wirklich wollen? Machen wir Platz für die Dinge, die uns am wirklich wichtigsten sind? Das sind so Fragen, die wir vielleicht am Wochenende uns anschauen können. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.